Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Heute übertragen wir für Sie ein Nationalmannschaftstestspiel. Österreich gegen Schottland. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Es ist immer wieder begeisternd, wie voll die Stadien sind und wie klasse die Fans mitgehen. Und da sieht man wieder mal, welche Bedeutung der Fußball hat. Es ist eben die Sportart Nummer 1. Jetzt sind sie am Ball. Guter Ball nach draußen. Verteidigt den Ball, wartet auf die Kollegen. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Schön dazwischen gegangen. Callum McGregor. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Gute Aktion. Versucht mit dem... Großartige Aktion vom Abwehrspieler. Da rettet er in letzter Sekunde. Ich war mir so sicher, dass das ein Tor wird. Klasse reagiert. Klasse Zuspiel. Marko Arnautović. Was macht er daraus? Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So, weiter geht's. Österreich ist vorne. Scott McTominay. Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Erstmal geklärt. Marcel Sabitzer. Vielleicht die Konterchance. Nur noch der Torwart vor sich. Aus dem Konter machen sie natürlich zu wenig. Nee, was für ein schwacher Abschluss. Also... Es muss ein Tor sein. Das sah doch nach einer Superchance aus. Ganz starke Aktion. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Letzter Mann, ja, das sieht mir ganz nach Platzverweis aus. Ganz klare Entscheidung, er war letzter Mann. Und so bitter das ist, da konnte es nichts anderes als die rote Karte geben. An die Latte. Xaver Schlager. Gregoritsch. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Ballverlust durch Österreich.
Das könnte gefährlich werden. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Er spielt den Pass auf den Flügel. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Diesen Elfmeter lassen sie sich nicht nehmen. Toller Elfmeter, kalter, eiskalter Elfmeter. Hier nochmal die Wiederholung. Torwart fliegt in die Ecke, Schuss kommt in die Mitte. Wer trifft, hat recht. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Freistoßentscheidung korrekt. Ja, sie können erstmal klären. Scott McTominay. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Boah, wie hat er den denn gerettet? Ganz starker Einsatz. Auf der Linie kommt er an den Ball. Callum McGregor. Scott McTominay. Jetzt wird's gefährlich. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Arnautovic. Die Österreicher jetzt mit dem Ballverlust. Da stand er gut und gibt Freistoß. Sie steigen nach wie vor sehr hart ein. Da haben Sie Glück, dass das nur gelb ist. Ja, noch ein Platzverweis wäre aber auch bitter gewesen. Und hier kommt also die Auswechslung. Die Verletzung scheint zu schwer zu sein. Ball in den 16er. Verteidigt da den Ballbesitz. So, Pause hier, Buschi. Und ganz klar, dieser Platzverweis sorgt hier weiter für erhitzte Gemüter. Ja, ja. Klasse zu. Durchgang 2 läuft. Kieran Tierney. Scott McTominay. Da ist der Ball weg. Die Österreicher im Angriff. Marko Arnautovic. Elfmeter. Und wenn Sie Pech haben, liegen Sie gleich zurück. Ja, und das war auch nicht gut gemacht. Klares Foul, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Er gibt den Elfer, aber keine Karte? Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Elfmeter und Tor. Den Elfmeter schauen wir uns noch mal an. Klasse gemacht, Keeper verladen. Der landet in der falschen Ecke und der Ball ab durch die Mitte.
Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Callum McGregor. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Wird's jetzt gefährlich? Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Rückhalt. Gibt jetzt hier doch noch gelb, da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Der Ball kommt rein. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird's eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Xaver Schlager. Ballbesitz Alaba. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Da ist die Flanke ins Zentrum. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Jetzt kommt die Ecke. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Vielleicht die Konterchance. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein. Ah, da hat er sich schlimmer wehgetan. Er kann nicht weiterspielen. Und jetzt wird's hektisch da draußen an der Bank. Sie müssen wechseln. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Und da verlieren sie den Ball. Schönes Anspiel. Sieht vielversprechend aus. Gut verteidigt. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Arnautovic. Ball läuft da gut jetzt. Abgefangen, gut gemacht. David Alaba. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Ecke in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Und jetzt Alaba. Klasse gemacht, stark geblockt. Scott McTominay. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal Unterstützung gefragt ist. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Den hält er super. Sie bekommen die Chance auf den Ausgleich. Es gibt Ecke. Ecke kommt. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. 6 Minuten sind noch zu gehen.
Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Einfacher Ball hier für den Torwart. Xaver Schlager. Vielleicht können die Österreicher jetzt über außen kommen. Wird das die Entscheidung? Kein Tor. Da macht er ihn rein. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir doch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool. Macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. "3:1" heißt es also jetzt. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Scott McTominay. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Konrad Leimer. Schopp. Marko Arnautovic. Ein guter Pass. Ja, nicht der erste. Sie sind heute gut drauf. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Tja, diesen knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen klasse Auftritt. Elfmeter und Tor. Kein Tor. Da blocken. Da macht er ihn rein.